Liebe Leute, hier ist Christian von Christians How to Plays, der mit dem Hut, und heute zeige ich euch meinen neuen Amp Line 6 Spider Wealth MK2 HD 150, nein nur 100 von Bogner, mit Kooperation mit Bogner. Also vielleicht für die Leute, die entweder Facebook abonniert haben bei mir, beziehungsweise das letztens bei dem Livestream dabei waren, da habe ich ein bisschen schon mal was erklärt, den könnt ihr euch auch nochmal angucken. Aber dadurch, dass, das war so ein Livestream mit meiner Webcam, ist da Bild und Ton nicht ganz so toll. Und heute geht es hier da mal darum, um hier den Line 6 mal einmal vorzustellen. Das einzige Problem, was dabei hervortritt, ist, dass ich den selber noch gar nicht richtig angetestet habe. Jetzt sagen die meisten so, was? Warum macht er jetzt ein Video? Weil das Problem ist, morgen kommt der Verstärker im Proberaum und dann ist er dann auch da. Ne? Ihr kennt vielleicht für die Leute, die hier Bands auch oder ein aktives Bandleben haben, alles was im Proberaum ist, bleibt im Proberaum. Es ist quasi wie ein schwarzes Loch, wie das Bermuda-Dreieck, und nichts kommt mehr daraus heraus, wenn es schwerer als 10 Kilo ist. Und von daher bin ich jetzt so ein bisschen im Zugzwang, weil einige Leute haben mich angeschrieben und gesagt, ey, kannst du den mal testen und zeigen und so, der klingt total geil, also schon auf der Webcam. Und da habe ich gesagt, okay, mache ich. Ich zeige den euch ein bisschen. Selber, also ich habe den vielleicht netto
jetzt 3 Stunden oder so gespielt. Also noch nicht viel. Ich habe erstmal ein bisschen ausprobiert, ein paar Sounds gefunden. Morgen geht er halt im Proberaum. Da stellen wir den Sound für die Band dann ein. Und vielleicht mache ich mal ein Video aus dem Proberaum. Aber ist erstmal so wahrscheinlich nicht geplant, weil da die Zeit auch sehr knapp ist. So, ich erzähle euch jetzt mal so ein bisschen was zu dem Line 6 hier. Wie gesagt, ich habe mir den gekauft, gebraucht bei eBay Kleinanzeigen. Oben Topteil, unten die Box und hier unten haben wir das Shortboard, das FBV2. Ne, FBV einfach nur, aber das MK2, pass auf, ich mach mal so, dass ihr das hier mal einmal seht, so. Und ja, jetzt werden die Leute fragen, ja, spielen wir was oder zeig mal Sound und so. Machen wir mal direkt, gar nicht ohne großartige Umschweife. Ich zeige euch mal erstmal meinen Clean Sound. Clean, also eigentlich ist der Verstärker für jeden Sound, für alles Mögliche, wie man das halt von Line 6 kennt. Jetzt kann ich nicht sagen, ja, clean ist der so ein bisschen crunchy oder so. Du holst einfach jeden Sound raus. Deswegen ist es auch so ein bisschen hinfällig, den da einen Soundtest zu machen. Weil du kannst eh alle Sounds erzeugen. Ne? Es ist dann so, ja, ne, was soll ich jetzt zeigen? Ich kann jetzt erstmal 100.000 Presets durchgehen, dann könnt ihr euch jeden Sound anhören. Jetzt mal hier einmal mal so clean und dann, ich schalte mal einfach mal diese ersten 4 Sounds hier durch, die ich hier auf der Bank habe. So, ihr habt jetzt gesehen, ich habe clean und halt mehrere Distortion Parts. Natürlich ist so ein Verstärker, den primären Gedanken der Verzerrung. Und, aber normalerweise holt man sich ja irgendeinen Topteil, irgendeinen Röhrenverstärker, um einen bestimmten Sound zu erzeugen oder zu haben. Und hier haben wir einfach so viele Sounds, dass man einfach halt, ja, was heißt so viele Sounds? Das ist auch wieder so eine Sache. Er hat im Endeffekt nur 16 Vorverstärker, ne? Die aber alle so weit unterschiedlich sind, dass man gar nicht mehr braucht. Ne? Ich hätte mir noch, also man hat wirklich Clean, Blues, also Uncrunched und so, und dann hat man mehrere Metal und mehrere Verzerrungssounds. Die sind auch alle okay. Ich hätte mir aber da noch einen, ne? Also die sind so ein bisschen hier von den Sounds her, sind die halt so ein bisschen immer auf Mesa Boogie aus. Und ich selber persönlich, und jetzt könnte mich dafür hassen. Ich bin eigentlich kein Mesa-Fan. Also, wow, wie kann das sein? Hier, Mesa ist das Geilste. Für mich klingen die immer ein bisschen rotzig und so ein bisschen flach. Und ich finde, die brauchen, oder da fehlt dieses High-Gain-Zeug, was zum Beispiel so ein Randall hat. Oder was so ein Engel. Engel klingt auch so richtig rotzig. Und das haben die jetzt nicht. Die Mesas, die klingen auch, klar, keine Frage, klingen die rotzig, aber ne, das ist irgendwie, ich weiß nicht, dieses gestochen Scharfe fehlt irgendwie für mich. Und das kann man hier zwar einstellen, aber wenn man den Grundmesa hier einstellt, dann klingt der schon sehr original nach dem Mesa, aber ich hätte mir da so ein bisschen mehr Feuer noch gewünscht. Zum Beispiel, um solche Sounds zu erzeugen wie von Pantera, die alten Metallica. Habe ich auch hier alles drin, klingt auch alles geil, aber da muss man so gewisse Kombinationen mit Effekten machen, mit dem Screamer noch davor oder noch mit einem mit einem Verzerrpedal, was auch die ganzen Bands auch auf jeden Fall damals gemacht haben. Ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen hier die Bedienung und ich spiele einfach noch mal so ein paar Sachen und dann soll es das eigentlich auch dann schon gewesen sein, dass ihr euch einfach nur mal einen groben Überblick über den ganzen Verstärker dann
da machen könnt, weil kaufen könnt ihr den eh nicht mehr, also nicht mehr neu, nur noch gebraucht und für die meisten, muss ich ganz ehrlich sagen, die meisten haben auch nicht die Muße, die Zeit und vor allen Dingen auch den Willen, sich in so viele Sachen einzuarbeiten, weil man braucht schon, man kann ihn nicht einfach anmachen und spielen, das geht nicht, sondern du musst dich wirklich erstmal damit beschäftigen. Wir werden den gleich auch an den Rechner anschließen und dann werde ich euch das zeigen, wie das dann da nochmal geht. Ja, pass auf, ich hole mal einmal die Kamera ran. Also, wir haben, wie gesagt, 16 Verstärkermodelle. Wir haben jetzt, die nennen das hier mal Clean Amber und Clean Blue. Wenn man das hier so durchschaltet, seht ihr hier vielleicht, weiß ich jetzt nicht, ob man das jetzt noch vom Weiten sieht, wir haben jetzt Blau und wenn ich jetzt mit dem Schalter ein bisschen nach vorne gehe, also nach oben, dann wechselt der auf Gelb. So, beziehungsweise so orange. So, beziehungsweise er ist erst orange und dann geht er auf blau. So, und der Clean Amber, also dieses orange-rote, basiert auf einem Marshall JCM 900. Der Blue, also quasi der zweite Clean, basiert auf einem Hiwatt. Der Twang Amber, quasi das ist jetzt der nächste, der dann da kommt, der beruht auf einem Fender Reverb. Dann der nächste, der danach kommt, der so etwas angetwankte, auf einem Fender Blackface Deluxe Reverb. Also ihr seht, das sind alles so namhafte Amp-Hersteller, kennt man aber jetzt auch nicht anders von Line 6. Dann haben wir jetzt bei Blue... Twang Blue ist ein Fender Blackface Deluxe Reverb. Ist ein Vox AC30, ne, auch sehr, sehr berühmt. Dann der nächste kommt dieses Modell simuliert die EL84 Schaltung eines Divided by 3950 Amps. Habe ich selber noch nicht gespielt. Die Blues Amps sind Fender und Gretsch ist dann die Gitarre, die dahinter sein soll und danach ist ja irgendwie was anderes simuliert. So, Crunch, da kommen wir jetzt schon ein bisschen rein in Marshall Plexi, so ein bisschen AC/DC-like. Dann der nächste von Crunch wäre dann ein Orange. Finde ich auch sehr geil, eigentlich hier den Orange. Dann High Gain haben wir halt wieder Marshall. Dann der nächste High Gain wäre ein Dietzel, also ein deutscher Verstärker, deutscher klassischer Metal-Verstärker, auch sehr geil. So, und dann kommen wir in Metal, da haben wir einen Mesa Boogie, Metal Blue, da haben wir einen, hier steht einfach nur einen aggressiveren High Gain Sound, also ich denke mal auch wieder auf eine Mesa Boogie. Dann Insane haben wir halt auch eine Mesa Boogie und bei dem nächsten Insane steht hier einfach auch nur nochmal aufgepeppt. Also viel Mesa Boogie drin. Ich hätte mir da halt eigentlich noch ein bisschen was anderes noch gewünscht. Ich habe noch einen X3 Live, das liegt hier hinter dem Verstärker. Da muss ich sagen, da sind halt ein bisschen mehr High-Gain-Sounds drin, aber hier man kann hier alles erzeugen, ne? Deswegen. Das sind jetzt hier die Verstärker, die man jetzt hier einstellen kann. Und ich gehe das mal einmal durch. Ich habe jetzt hier Clean und das haut jetzt voll rein. So. Wir haben jetzt hier so Manual-Modus. Der Manual-Modus soll dazu da sein, dass, wenn ich den aufschalte, dass alles so jetzt ist, wie jetzt die Poti-Knöpfe auch stehen. Ne? Mache ich ihn raus, hat man. Und einmal zurück. Haben wir wieder den normalen Sound unserer Bank. Wenn ich jetzt hier hochgehe. Und so, da. Da habe ich jetzt diesen Fender. Ich gehe mal hier durch auf Twang. Ich muss mal gucken, wann er umschaltet. So, da. Wenn der Sound ein bisschen zu laut ist, ne? Das Ding, das hat 100 Watt, ne? Das haut alles hier weg. Und das Mikro übersteuert so ein bisschen. Kann ich nicht zu, ich versuche das hier so ein bisschen abzumischen. Ja? So, der nächste Twang. So, da sind jetzt hier, was ich persönlich jetzt nicht ganz verstehe, für mich persönlich ist es jetzt so, und da muss ich mich halt erst noch dann reinarbeiten, ich habe jetzt hier eigentlich die Soundbank und jetzt schalte ich die Verstärker durch, aber irgendwie hat jetzt dieser Verstärker
dieses Modell hat jetzt direkt irgendwie so einen Tremolo-Effekt, den ich per Hand erstmal ausmachen muss. Ist ein bisschen komisch, warum hat der einen Tremolo-Effekt? Und das Schöne ist, wir haben halt hier einen Drive, dann haben wir halt Bass mit einem Treble, Channel Volume, was sehr wichtig ist, und natürlich auch hier hinten Master und Presets. Ne? Master seht ihr, ne? So eben gerade aufgedreht, und ich bin halt gespannt, wie der morgen im Proberaum sich anhört, weil wenn man den ein bisschen aufreißt, gerade Röhre, ne, dann kommt halt erst dieser richtig geile Sound. Also ich habe halt hier schon Sounds eingestellt für mich, aber ob die jetzt morgen im Proberaum auch so geil sind, keine Frage. Und zumal ich mich erst mit dem Gitarristen treffe, dann muss geschaut werden, wie ist der Sound mit Bass und Schlagzeug. Das muss auch alles nochmal dann abgemischt werden. So, jetzt gehen wir mal hier in Class A. Und ihr seht, da hat man jetzt schon mal. Da haben wir jetzt schon sechs verschiedene Clean-Verstärker, weil gerade, wenn man Clean-Sounds erzeugen will, bei Clean sind auch die Leute sehr wählerisch. Es gibt dann die Leute, die im High-Gain-Bereich sehr wählerisch sind, aber die Clean-Leute sind natürlich auch sehr wählerisch, gerade wenn man halt irgendwelche Licks spielt. Wann er halt so ein bisschen ungrunge, wie da der Attack ist und so, finde ich sehr cool. Ich werde aber in der Band, in der ich spiele, nicht viel clean spielen. Deswegen habe ich mich mit den Clean jetzt auch nicht so viel beschäftigt. Genauso wie hier mit den Blues Verstärkern. Das ist, habe ich mich noch nicht wirklich viel. Ist geil. Auf jeden Fall ist cool. Weiter. Hier ist auch wieder Tape Echo drin. Brauchen wir nicht. So, und ihr merkt hier, ne, zwischen diesen zwei Blues-Verstärkern ist einfach total der Unterschied. Ne? Zumindest jetzt, weiß ich nicht, ne? Die eine, ich müsste das mit den ganzen Equalizer-Einstellungen, so müsste ich mal ausprobieren. Also, ne, ich schalte das jetzt erstmal hier nur so durch, aber man muss halt dann gucken, wie das klingt. Ja, am Rechner kann man das noch ein bisschen besser sehen, aber. Ich glaube, das war jetzt zu laut, oder? So, Crunch. Okay, Crunch ist jetzt hier auch sehr, sehr clean, aber da muss ich, denke ich mal, nur einmal kurz am Drive ein bisschen schalten. Dann gucken wir mal den nächsten. Das wäre jetzt ein Marshall gewesen und jetzt kommt der Orange. Cool, ja, macht Bock. Also ich habe so den Orange Sound so im Ohr, kommt dem auf jeden Fall sehr nah. Aber man muss eins sagen, ich kenne den Sound von originalen Verstärkern, die Line 6 simuliert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ach, die klingen schon anders, aber nicht schlechter. Die klingen anders. Man kann auf jeden Fall den Sound von so einem Verstärker kann man auf jeden Fall nachmachen, aber wenn man sich diese internen Strukturen in einem Line 6 Effektgerät wirklich dann anguckt, dann sieht man, da muss ich dann irgendwie, um zum Beispiel den Sound von einem, wie gesagt vorhin, irgendeinen High-Gain-Verstärker, Mesa Boogie oder so nachzumachen, muss ich davor noch so einen Zerrer schalten. So. Und aber eigentlich will ich ja den Original-Sound einfach von dem Zerr-Channel haben. Nein, ich muss dann da intern, digital, muss ich da noch einen Screamer davor schalten, damit das halt ungefähr so klingt. Deswegen, die Line 6 Dinger klingen alle total geil, aber wenn ich jetzt sage, so, der klingt jetzt hier wie ein Orange, also der klingt schon ziemlich cool nach dem Orange, aber
Ja, weiß nicht. So, und nochmal hier nochmal zur Röhre. Wir haben halt 100 Watt Vollröhre. Wir haben zwei Vorstufenröhren und hinten vier in der Endstufe drin. Ne? Man hört das dem Sound schon an, aber ich habe die bis jetzt erst hier angetestet. Im Proberaum habe ich die noch nicht getestet. Und das wird morgen so geil. Ich reiß den Amp so geil auf und dann wird erstmal richtig geballert. Ja? Also, da habe ich richtig Bock drauf. Kann ich jetzt hier? Leider nur bedingt. Ne? So, jetzt kommt High Gain. So, High Gain klingt jetzt für mich hier mehr eher so wie so ein AC/DC-Sound, ne? Ist geil, aber. Und ich glaube, der Sound ist jetzt schon wieder zu laut für euch, oder? Hier ist halt, ne? Ich merke so, das ist so ein Unterschied zwischen diesem leisen Sound und dann wird er laut, aber das extrem geil. So, wir gehen mal weiter. High Gain, ein weiter bitte. So. Ja, ist geil. So, ich sagte, ich habe jetzt da noch nichts irgendwie an den Equalizer-Einstellungen oder so gemacht. Ne? Das machen wir gleich mal einmal kurz am Rechner. So, was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir Metal. Wie gesagt, das jetzt ins Mesa Boogie. Glaube bei dem letzten High Gain war es, glaube ich, Marshall, oder? Sehr cool. Weiter im Text. Blaue Metal. Das ist sehr, sehr trocken, sehr rough. Das ist geil, dass es so ist, so, ne? Weil man hört den Verstärker so richtig geil raus und vor allen Dingen auch mit dieser Kombination mit Röhre. Und der Sound jetzt hier hätte für mich aber zu wenig Pfund. Das für. So, ja, ne? So, aber wir machen das mal. Wir drehen mal am Drive-Regler jetzt. Okay, so, habe ich halt ein bisschen dran rumgefummelt und bam, ist direkt ein anderer Sound. Von daher, alles easy. Ne? Man weiß gar nicht, was für ein Modell man jetzt nehmen soll, weil man kann eigentlich aus allen irgendwie was rausziehen. Ja. So, Metal ist damit abgehakt, insane.
Klingt doch geil, oder? Mir aber auch ein bisschen zu flach. Und das ist so dieser typische Mesa-Sound. So dieses, weiß ich nicht. Er wirkt richtungslos im Raum. So. Ich brauche richtig Pfeffer. Ich brauche halt, ne? Also mein Lieblingssound ist einfach der von Dimebag Darrell, ne? Und der hat aber auch richtig Fund. Da gucken wir mal, ob wir den erzeugen können. Ein bisschen, der ist jetzt zu matschig. Ja. So, nächsten Insane. Einmal noch. Oh. Oh. Den müssen wir aber noch bearbeiten. Jo, sehr gut. Also, jetzt bin ich schon 28 Minuten bei dem Video und jetzt habe ich euch noch gar nicht gezeigt, wie wir das am Rechner dann bearbeiten. Ne? Ich habe euch auch noch gar nicht diese ganzen Effekte gezeigt, wie wir die ganzen Stomp-Effekte reinsetzen. Ich mache das einmal jetzt ganz kurz. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier so hin, weil ich will ihn jetzt doch nicht mehr am Rechner anschließen. Das dauert. Ich sehe mich schon kommen. Ich bin immer in einer Stunde hier noch an dem Video, ne? Und ihr seht, das ist gerade mal an der Oberfläche gekratzt, ne? Man muss halt seinen Wunschsound, den man im Ohr hat, den muss man einstellen. Und das haben viele nicht. Viele, also nicht die meisten Anfänger, ne? Die brauchen eigentlich eher nur einen Verstärker, zwei Channels oder so oder vielleicht so ein Effektgerät, wo man ein paar Dinger drin hat, ne? Aber hier der Line 6, der hat einfach so viele Möglichkeiten. Also ist schon hardcore. So, ich mach mal eins. Ich zeig euch noch mal so ein paar andere Sounds, die hier so drin sind, ja. So, dann
Wow.
liebe Leute, ich habe euch jetzt schon 45 Minuten dieses Video, ja? Zumindest jetzt die Aufnahmezeit. Ich mache jetzt Schluss. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Eindruck von dem Line 6 bekommen. Es gibt die einen, die sagen, Modeling ist doof, die anderen sagen, nur Röhre ist geil, hier haben wir jetzt beides, also, ne, your argument is invalid, ne, ich hab einfach alle Sounds und das mit dem Druck der Röhre und wer will das nicht, ne, ich würde sagen, bleibt mal gespannt von meiner Band, ist Love Life heißt die, wir machen so Doom-Rock, Doom-Metal, ne, und stay tuned, ich teile das auf jeden Fall bei Facebook, wenn wir einen Auftritt haben, dann könnt ihr mal vorbeikommen und, ne, haut rein. Leute, schaut euch meine anderen Videos an und übrigens auch mein Buch, mein neues, also überhaupt mein Buch, Akustikgitarre lernen, habe ich jetzt nicht hier, ne? Kauft euch das und unterstützt mich da, ne? Macht's gut, liebe Leute, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.